Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chiller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Collection-Update-Video präsentieren. Und zwar ist das letzte Mal schon wieder eine Ecke her. Wir können einmal reinschauen. Das letzte Mal war es am 7.11. Heute, wo ich es aufnehme, ist der 31.12. Es hat auch einen Grund, warum ich es heute aufnehme. Ich wurde gefragt, ob ich so einen kleinen Jahresabschluss mache mit den Collection-Updates. Und da dachte ich mir, komm, ist eine gute Idee, das machen wir. Und ja, normalerweise hatte ich ja vor, immer jetzt vor den nächsten großen Patches das zu machen, beziehungsweise ja auch die mittelgroßen Patches, so im 2,5, 3 Monatsrhythmus. Jetzt machen wir aber so einen kleinen Jahresabschluss und ja, ich würde sagen, wir gucken alles Mögliche durch. Also wir werden uns als erstes mal die Seite Data for Azeroth anschauen und wo haben wir sie? Hier. Genau, das ist ja so eine Collection-Seite, ne? Da kann man nachgucken für die Leute, die das nicht kennen, was man schon gesammelt hat unter den verschiedenen Rubriken, aber man hat auch ein Ranking-System, was ganz nett ist, um sich so ein bisschen vergleichen zu können. Dann werden wir natürlich nachher noch in meine Liste reinschauen, was sich so getan hat und dann ja, gucken wir die Haupt-Collection-Systeme durch, wie Achievements, Mounts, Pets, Toys und Konsorten, ne? Und dann natürlich noch ein bisschen im Einzelneren im All the Things. Falls euch das interessiert, könnt ihr gerne dabei bleiben. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir einmal rein. Also, als allererstes hier im Data for Azeroth, dann haben wir hier mal den Vollbildmodus rein. Dann ist das vielleicht ein bisschen angenehmer für euch. Zu den Hauptrankings, so viel hat sich ehrlich gesagt nicht getan. Ich habe hier jetzt aktuell einen Ranking von 923.874, bin immer noch auf Platz 1, denkt mal, das wird jetzt nicht sonderlich viele Leute überraschen. Der Abstand zum Gaulisch, ja, sind solide 7k, wie es jetzt eigentlich die letzten Male auch schon waren. Geht immer mal wieder nach oben, nach unten, ne? Aber große Bewegung ist da tatsächlich nicht drin. Also im Gesamtscore bin ich quasi vorne. Wer das nicht weiß, der Gesamtscore berechnet sich aus diesen 9 Scores, ne? Das sind einmal Achievements, Mounts, Pets, Titel, Reputation, Rezepte, Quests, Toys und Appearance, die eine gewisse Gewichtung haben. Die könnt ihr hier auch sehen. Also zum Beispiel Achievements bringen ein bisschen mehr als jetzt zum Beispiel einen Appearance, also quasi ein Temok-Teil oder ein Rezept, ne? Also da hat man da verschiedene Gewichtungen. Gut, hier unten sind dann nochmal die Einzelrankings. Bei den Achievements bin ich gerade nur auf World 38. Hat so ein bisschen den Hintergrund, ich habe die Raid Achievements noch nicht gemacht. Werden wir uns nachher aber auch genauer angucken. Mounts bin ich auf Platz 10. Ich habe die ganzen Season Mounts noch nicht gemacht. Werden wir uns aber auch später bei den Mounts genauer angucken. Pets bin ich auf Rang 6. Liegt auch so ein bisschen, habe die Raid Achievements nicht gemacht. Da gibt es noch 2 Pets und dann müsste ich eigentlich auch wieder gut dabei sein, oder? Also jedes Pet auf Max Level bringt quasi 100 Punkte und ihr seht, ich bin 200 Punkte hinter den Leuten auf Platz 1 weg. Wenn ich 2 Pets habe, bin ich auch wieder auf Platz 1, ne? Also einen Achievement Run mache ich nächste Woche, also dann müsste es wieder gut aussehen. Titeln bin ich auf Platz 5, Reputation 2, Rezepte auf 3. Mich haben ein paar Leute überholt tatsächlich bei den Rezepten. Wenn sie nicht noch ein paar Removed reinbringen, komme ich da aktuell nicht dran. Das ist ein bisschen schade, weil ich war eine Weile auf Platz 1, ne? Aber gut, das sind halt den Removed Sachen geschuldet. Viel Abstand ist es nicht, aber die Leute haben anscheinend ein paar mehr Removed Rezepte. Aber mal gucken, was Blizzard die nächsten Monate und Jahre noch macht. Vielleicht bringen sie ein paar alte Sachen zurück, die die Leute haben und ich noch nicht und kann dann vielleicht wieder ein bisschen aufholen. Bei Quests bin ich auf 5. Ich muss sagen, bei den Quests habe ich ein bisschen geslackt. Die normalen Quests, die man so kriegen kann, habe ich alle gemacht. Die Legendary-Quest-Reihen vom Evoker und vom, von den Zweihandstärke-Waffen-Chars, nenne ich es jetzt einfach mal. Da muss ich mal noch ein bisschen gucken. Toys bin ich aktuell auf Platz 6 und Appearance bin ich jetzt auf Platz 1. Das ist der Hauptteil, den ich jetzt die letzten 2 Monate eigentlich durchgeballert habe. Da habe ich mir einen Race mit dem Gaulish geliefert. Da bin ich jetzt, naja, 100 Punkte bin ich jetzt schon vorne. Das waren jetzt die letzten Wochen immer, er war Erster, ich war Erster, das ging immer hin und her. Und ja, genau, so viel jetzt zu Data for Azeroth. Dann gucken wir einmal in meine Liste rein, was sich so getan hat, also vom Score, den ich letztes Mal hatte, beziehungsweise jetzt. Da haben wir beim Komplettscore ein bisschen über 13k Punkte gemacht. Achievements habe ich 610 gemacht. Übrigens, das letzte Mal, wo ich das Video aufgenommen hatte, war kurz vorm letzten großen Patch, also vor 10.2 war das, ne? Ja, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle. Mounts habe ich seitdem 20 plus gemacht. Pet Score 3100, das sind 31 Pets, ne? Jedes max gelevelte blaue Pet bringt ja 100 Punkte. Dann Titel sind 6 dazugekommen, Reputations 1, Rezepte 70, Quests 158,
Toys 10, Appearance, also Transmog-Teile, 2285. Und das ist für den Zeitraum schon viel, wenn man bedenkt, auf welchem Niveau ich bin von T-Mog. Ne, wenn man natürlich fast oder sehr, sehr viel hat, wie ich jetzt, dann wird es immer schwerer, mehr Teile zu kriegen, weil die ganzen Sachen, die über sind, sind eher Kacksachen. Ja? Aber ja, ich denke mal, das können Leute, die jetzt schon länger beim Collecten dabei sind, gut nachvollziehen. Dann hier unten sind die Sachen, die nicht in dem Aktor oder in dem Hauptranking mit drin sind, wie zum Beispiel Achievements und Feast of Strengths. Die haben dann nochmal ein eigenes Ding. Legacy Achievements mit zwei Pets, die 31, ne, die haben wir oben auch nochmal. Also teilweise überschneidet sich das natürlich hier. Der Old Score, da habe ich auch 6 zugelegt, bin jetzt bei 129 Max-Level-Chars. Und insgesamt die Level, wenn man alle Chars zusammenzählt, bin ich bei ein bisschen über 10.000. Ne? Also wenn ein 70er-Char bringt halt 70 Punkte und ne, wenn ihr die 129 zusammenzählt, ein paar Low-Chars habe ich noch. Ehrenhafte Siege und Ehrenlevel, naja gut, Ehrenlevel bin ich jetzt bei 1012, habe ich 11 plus gemacht, war ein bisschen noch im RBG unterwegs. Und ehrenhafte Siege, gut, da bin ich jetzt bei 769.000, habe ich knapp jetzt 2k plus gemacht. Aber das sind so Rankings, ja, die sind eigentlich für mich jetzt eher uninteressant, sage ich euch, wie es ist. Genau, im All the Things habe ich laut der Liste hier 929 Items plus gemacht, sind 0,80%. Hört sich jetzt nicht nach viel an, aber ihr müsst bedenken, zu dem, was ich das letzte Mal hier hatte, das war kurz vor dem Patch. Nach dem Patch kam extrem viel Neues dazu, dann haben wieder 10.000 Items gefehlt und ich war vielleicht auf 93% runter. Und von dem musste ich mich dann quasi wieder hocharbeiten. Deswegen, wenn man jetzt die Zahlen nebeneinander sieht, schaut es nicht nach viel aus. Aber ihr müsst ja sehen, mit dem Patch kam ja da ein Haufen drauf, ne? Und da musste ich dann erst wieder gucken, dass ich da mit den Items, die ich brauche, runterkomme, beziehungsweise mit den Prozenten dann natürlich nach oben komme. Genau, das ist soweit die Liste. Dann können wir als nächstes mal in-game gucken. Warte mal, hier alles offen. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mit den Achievements an. Das ist am einfachsten. Mir fehlen aktuell in-game 25 Erfolge. Also 5330 habe ich, 5355 brauche ich. Ich habe hier, seht ihr, ein paar Heldentaten letzte Zeit gemacht mit im Plus. Ich wollte eigentlich aktuell keinen Plus spielen, ich wurde dann doch überredet und das erzähle ich aber nachher gleich, warum ich jetzt doch die Heldentaten gemacht habe. Also, wenn wir jetzt hier durchgucken, 25 Sachen fehlen mir. Eins ist bei Charakter. Naja, das wird euch auch fehlen. Beziehungsweise, wenn ihr das Video morgen guckt, dann fehlt euch das nicht, weil morgen kann ich das Achievement machen. Dann hat man nämlich ein Jahr den Handelsposten durch. Und dann gibt es hier die Belohnung. Dann fehlen mir nur noch 24 Erfolge. Genau. Dann Quests bin ich fertig. Unten rechts seht ihr immer diese Zahl. 428 von 428. Dann erkunden bin ich auch durch. Spieler gegen Spieler. Fehlt die Season-Belohnung, das ist aber eine Heldentat, also sie bringt keine Punkte, da muss man hier Legende in Season 3 im Solo-Shuffle machen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich kein Achievement, sondern eine Heldentat. Finde ich mal blöd, dass die da drin sind, jede Season gibt es eine neue. Dann Dungeon und Schlachtzüge, das ist das Hauptding. Ich habe nicht großartig geradet, die Season. Dementsprechend fehlen mir aktuell sowohl natürlich die Mythicals, ganz klar, aber auch die normalen Achievements. Und da gibt es dann auch noch Haustiere bei den Erfolgen, sogar 2 Stück, wie ich das gesehen habe. Also die muss ich nur machen. Der Riak hat nächste Woche einen Run angesetzt, wo ich mitgehe, ne? Also genau in der Woche jetzt. Und ich denke mal, da werden wir die machen. Dann gibt es dann auch die Haustiere. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen Titel oder irgendwas gibt. Aber bestimmt gibt es dann auch andere Belohnungen. Genau, und halt auch einen Mount. Ja, also das sind, hier unter Dungeon und Schlachtzüge sind es 21 Erfolgen. Ne? Also von den 25 sind 21 einmal die Raid-Erfolge. Eins ist bei, es müsste ich morgen kriegen. Dann haben wir 22 mit dem Ding. Eins ist eine Heldentat, die jetzt nicht quasi die ich jetzt nicht als Achievement zähle, weil sie keine Punkte bringt. Und dann sind noch 2 offen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und die sind bei Erweiterungsfeatures drin und das sind verbuggte Sachen. Die sind hier unten bei Drachenrennen, seht ihr das? Das wird bei euch wahrscheinlich auch so sein. 139 von 141. Und ich habe hier alle, ne? Das sind verbuggte Achievements vom Outland Racer. Das ist das Event, was hier startet. Scherbenwelt, ne? Pokal ist das, genau. Und, also zumindest wird vermutet, dass es daher ist, ne? Dass die jetzt irgendwie schon hier gewertet werden, aber nicht angezeigt werden. Also das ist es wahrscheinlich, ne? Also heißt, aktuell kann ich eigentlich nur die Raid-Erfolge-Geschichten machen und zumindest die fürs Meta-Achievement, wo man dann auch das Mount kriegt, da bin ich dran. Das wird dann, ja, nächste Woche in Angriff genommen. Da gibt es dann hier die Zügel auch. Genau, so viel jetzt zu den Erfolgen. Dann können wir kurz bei den Mounts, Pets, Toys und Konsorten reinschauen. Bei den Reittieren, wenn ich jetzt hier runter scroll,
werden 4 insgesamt angezeigt. Einmal das Mythic Mount, das ist das hier. Bin ich jetzt aktuell nicht dran, wie gesagt, Mythic Rate ich nicht. Das werde ich mir wahrscheinlich irgendwann kaufen, Richtung Ende der Expansion. Dann PvP Sattel Mount. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen RBG gespielt. Und halt, wo ist es? Hier, mit dem Twinks brauche ich ja dann noch ein paar PvP-Rüstungen, aber das werde ich euch nachher im All the Things zeigen. Bin da jetzt auf 92%, heißt, das Mount sollte ich bald kriegen. Und das Schöne ist, fürs Ranking kriege ich dann gleich 2 Mounts, weil ich kriege nicht nur die Allianz-Variante, sondern dann auch parallel die Horden-Variante. Aber, wie gesagt, 8%, das ist, denke ich mal, in den nächsten Tagen im Säckchen. Dann ist hier das Room Mount, ne, das gibt es hier für die Achievements, wie gesagt, das plane ich nächste Woche, dass ich dann einen Run mitlaufe, da soll es das auch geben. Und dann gibt es hier noch das M-Plus Mount. Eigentlich war der Plan, um es maximal effizient zu machen, dass ich mir einfach, wenn es am Ende der Season günstig ist, dass ich mir die 20er Keys kaufe und fertig ist. Ja? Das war eigentlich der Plan. Jetzt hat mich der Cabrita bequatscht. Ich soll doch mit ihm ein bisschen im Plus mitlaufen. Der hat die 20er Keys mit seinen Gruppen da schon lang easy durch und ich kann da einfach mitlaufen. Und dann dachte ich mir, komm, ja gut, wenn mir das angeboten wird, nehme ich das natürlich gerne an. Und wir sind ein paar 20er Keys gelaufen. Wir haben, glaube ich, die habe ich bis jetzt gemacht. Ich muss sagen, ich habe ja nur Open World Gear an mit dem hier, ne? Also es ist ja alles hier ziemlicher Rotz, den ich eigentlich an habe. Ich habe ein bisschen PvP-Stuff habe ich mir angezogen, weil ich mit dem das Achievement gemacht habe, mit den 100 Wins aus dem neuen Dungeon-Gedönse, wie heißt denn das nochmal, jetzt muss ich mal kurz gucken, diesen Blitzschlachtfeld, da musste ich ja 150 Games spielen und 100 Wins oder waren das noch mehr? Auf jeden Fall ein Haufen, ne? Also die Achievements habe ich gemacht und darüber habe ich halt mein PvP-Gear gekriegt, mit dem habe ich jetzt im Plus gespielt. Ja? Die muss sagen, dafür, dass es nur 460 ist, konnte ich relativ gut die 20er Keys tanken. Hat eigentlich mit der Akku im großen Teilen gepasst. Warte, hatte ich im Plus die Insignia an? Ich hoffe nicht. Fällt mir jetzt gerade auf. Genau. Also es hat eigentlich ganz gut gepasst. Gut, natürlich waren die anderen Leute richtig gut equipped und haben mich da schon ein bisschen gecarried, muss man ganz klar sagen. Aber ich habe es zumindest selber getankt, das Ganze. Und es ging eigentlich ganz gut. Ne? Aber jetzt habe ich halt im Endeffekt wo haben wir es? Direkt, also die habe ich noch gar nicht gespielt, das habe ich hier in 20er, da in 20, waren glaube ich alle In-Time oder sogar Double-Chest, also das war nicht schlecht. Jetzt müssen wir gucken, ich werde, denke ich mal, die nächsten Wochen vielleicht noch die anderen laufen und dann sollte ich sowohl den Score auf 2K haben fürs Mount und dann dementsprechend, wenn ich alle zweimal laufe, müsste es auf 2,5 reichen, dementsprechend auch für das T-Mog, da gibt es glaube ich irgendwie 150, 200 T-Mog-Teile, die man kriegt, wenn man das auf 2,5 hat, was sich für mich als T-Mog-Sammler natürlich schon rentiert. Aber das werden wir dann noch gucken, ne? So viel dazu. Wo waren wir jetzt? Ach genau, bei dem Mount waren wir stehen geblieben. Deine Haustiere habe ich alle, bis auf die zwei, die hier unten sind. Das sind, wie gesagt, beide, die man von den Raid-Achievements kriegt, also die sind beiden von den Erfolgen, ne? Dann bei den Toys fehlt mir aktuell dieses hier. Ja, ich weiß auch nicht, da weiß man auch noch nicht, wo das her ist. Vermutet wird, dass das ein bisschen verbuggt ist. Und was mir dann halt auch fehlt, sind so Sachen wie das Toy, das man jetzt übers MDI wieder kriegt. Da habe ich mich mit einer Gruppe schon angemeldet. Dann soll es noch einen Toy anscheinend wieder geben für die PvP-Season, ne, für den Solo-Shuffle. Mal gucken, ob ich da irgendwas machen werde. Und aber diese zwei sind jetzt noch nicht drin aktuell. Und dann gibt es noch diese Curved Ogre-Götze, ne, die mir schon seit Ewigkeiten fehlt. Das ist ein Promotion-Toy, das aber hier jetzt auch nicht angezeigt wird, das hier. Da hoffe ich mal, dass das vielleicht noch als Drop irgendwann kommt. Genau, Erbstücke, ja gut, das sind jetzt uninteressante Sachen hier. Druid-Gestalten, die kann ich euch nur zeigen. Ich habe hier ein Add-on-Manuskript-Journal. Da brauche ich noch natürlich die Mythic-Gestalt, die kriegst du, glaube ich, mit dem Mount. Und hier sind noch ein paar Manuskripte drin. Von den Drachenreitern. Aber ich glaube, die kann man... Ich weiß nicht, ob man die schon alle kriegen kann. Das wird vom Verkäufer angezeigt. Das habe ich mir doch geholt. Na, weiß nicht, ob das nicht auch verbuggt ist. Gut, aber das ist jetzt relativ wurscht. Genau, so viel jetzt erstmal zu den Haupt-Collection-Sachen. Dann zeige ich euch jetzt mal im All the Things, wo ich jetzt die letzte Zeit dran war. Also ganz klar, ich habe ja die ganzen Sachen jetzt aus dem neuen Patch gemacht, ne, in der aktuellen Zone. Wenn wir jetzt hier schon mal vorgreifen, Dragonflight, die Zone ist auch raus, ne, da habe ich nichts mehr drin. Da bin ich tutti komplett fertig. Warum wird jetzt hier wieder irgend so ein Ding angezeigt? Harpune, okay, das ist auch irgendwie komisch. Keine Ahnung, warum die hier angezeigt wird. Nee, aber die Zone und das von dem Patch soweit habe ich fertig gemacht. Und jetzt bin ich wieder eingestiegen, Dungeon und Schlachtzüge. Und da können wir jetzt mal so ein bisschen durchgehen, dann kann ich euch zeigen, wo ich da so dran bin. Also bei Classic,
brauche ich jetzt nur noch 5 Items. Das sind alles Sachen, die man sich theoretisch im AH kaufen kann. Ewig teure Drops, die teilweise gar nicht EU-weit im AH sind oder halt auch Goldcap kosten zum Teil oder mehrere Millionen Gold. Eins von denen habe ich jetzt schon wieder bekommen, und zwar das aus Burg Schattenfang. Das habe ich durchs Mega-Dungeon bekommen, denn bei dem Mega-Dungeon, das wird nämlich nachher noch vielleicht wichtig, gibt es bei dem Endboss diese Quantum-Tokens. Warte mal, kann man das hier auch sehen? Naja, das sieht man nicht. Aber man sieht es im All the Things. Hier Deos, der hat diese schönen Quantum-Tokens und die kann man umwandeln und alles mögliche an T-Mog kriegen. Da kriegt man T-Mog von Classic, also es sind eigentlich fast alle T-Mog-Sachen drin, von Classic bis einschließlich Shadowlands, also alle alten Expansions kannst du kriegen, jegliches Teil, mit ein paar Ausnahmen. Es sind keine PvP-Sachen drin, es sind keine Händler-Items, keine Quest-Items, T3 ist glaube ich nicht dabei bei den Set-Dingern und so. Also es sind schon ein paar Sachen ausgenommen, aber man kann fast alles bekommen, was daneben liegt, und das sind auch sehr viele removede Sachen dabei und ja, auch Sachen, die nie implementiert wurden. Ich habe x Sachen bekommen, die waren nie im Spiel implementiert und habe dadurch das Thema gekriegt. Also das bin ich relativ hardcore am Farmen. Heißt, diese ewig seltenen Sachen, die farm ich nicht in den Instanzen, das kannst du vergessen, die versuche ich über die Quantum-Items zu kriegen, und eins habe ich bekommen, das war so eine Klinge aus Burg Schattenfang, die auch sehr, sehr selten ist. Ne? Und diese anderen Dinger, Kopf und auch die ganzen Waffen kriegst du über die Quantum-Items. Also da bin ich aktuell dran. Burning Crusade ist komplett fertig. Dann Wrath of the Lich King bin ich auch mit dem T-Mog fertig. Ihr seht, 20 Items werden angezeigt. Das sind alles T3-Teile. Ne? Also hier die T3-Sets sind das. Da brauche ich nur noch 20. Könnt ihr mal sehen. Das sind nicht mehr so viele. Also ich habe 72% von dem T3 habe ich schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier der richtige Counter ist, aber schon einiges, 20 Dinger brauche ich nur noch. Ich kaufe mir die aber über den Black Market zusammen, heißt, da kann ich auch nichts farmen. Dann Mist of Pandaria, habe ich nur hier die Dungeons, das waren beim letzten Mal auch schon, diese Epic-Waffen, die ewig selten droppen. Die könnte ich theoretisch farmen, mache ich aber nicht, weil über die Quantum-Items kriege ich die wesentlich einfacher und das lasse ich aktuell. Was ich mache, sind jetzt die World-Bosse, die farme ich. Da habe ich mir so eine kleine Liste gemacht mit meinen ganzen Chars und klapper die ab. Das droppt aber sehr beschissen. Also ich habe da jetzt schon einige rausgekriegt, vor ein, zwei Wochen waren das jetzt noch fast das Doppelte an Items, habe schon einiges bekommen, aber vielleicht bei jedem 30. Kill oder so kriege ich mal irgendwas. Ne? Die haben natürlich einen riesen Lootpool, dass ich genau das Item kriege, was ich haben will, eher selten. Aber da bin ich aktuell so ein bisschen dran, immer wenn ich nebenbei irgendwas anderes mache, meine Übungen oder so, stelle ich mich nebenbei zum Worldboss, warte eine Viertelstunde, klicke den einmal an, wenn er spawnt und gut ist. Ne? Dann gucken wir mal. Genau. Aber Dungeons und Raids kann ich hier auch nicht mehr farmen, da bin ich soweit sonst mit allem durch. Also, ne, außer diese super seltenen Waffen, aber die mache ich mit den Quantum-Items. Dann Warlords of Draenor, sind es hier eigentlich nur noch diese ganzen Warforged-Dinger. Das habe ich aktuell so ein bisschen eingestellt zum Farmen. Ich habe da teilweise 5 Stunden Instanzen gefarmt, nicht einen Teil gekriegt. Also, das ist eine richtige räudige Scheiße, das zum Farmen. Das habe ich jetzt mal ein bisschen nach hinten rausgestellt, werde ich auch gleich erklären, warum. Ich bin eigentlich kein Fan von Sachen, quasi so, die schwierig sind, so ein bisschen beiseite zu schieben. Aber es macht aufgrund der Quantum-Item-Situation Sinn, dafür jetzt erstmal das ein bisschen nach hinten zu schieben. Legion habe ich jetzt die Xavius-Schultern bekommen. Die habe ich tatsächlich nicht bei Xavius gedroppt gekriegt, sondern die sind mir über die Quantum-Items, habe ich die bekommen. Und zwar als letzte Schulter, die ich lernen konnte. Ich habe nämlich dieses Quantum, die Quantum-Items mit allen Chars abgefahren, jetzt schon ein paar Wochen lang. Und habe mir dann immer schon ausgerechnet, okay, wie viele Lederschultern habe ich noch? Und dann waren irgendwann keine mehr drin. Dann habe ich sie irgendwann am Schluss einmal bekommen. Und habe danach noch einen Leder-Schulter-Token eingesetzt und ich konnte es nicht mehr einsetzen. Also wenn du alle Vorlagen daraus hast, kannst du es nicht mehr einsetzen. Heißt, bei Leder-Schultern habe ich wirklich alle bis einschließlich Shadowlands. Das sind eigentlich nur Dragonflight-Sachen, wo mir quasi ja, Leder-Schultern fehlen. Ich habe dann auch die Quantum-Dungeons ein bisschen weiter noch gemacht und bin jetzt mit allem Leder-Gear fertig. Also ne, du hast halt nur die Slots. Also warte, ich kann es hier vielleicht nochmal kurz zeigen. Du hast halt nur die Slots, die auf den Tier-Tokens liegen. Du hast Beine, Handschuhe, Brust, Schultern, Kopf. Und hier sieht man, wenn ich auch drüber fahre, da ist nur Kette, Stoff und Platte drin.
Natürlich fehlen mir da bei den anderen Rüstungsklassen noch mehr Sachen, aber hier werden nur die removeden Items angezeigt oder super seltene Sachen. Ne? Jetzt irgendein 0815 Dungeon Drop wird hier nicht angezeigt, sonst wäre die Liste ellenlang. Also das haben zumindest die Entwickler hier so von All the Things beschlossen. Genau, was jetzt hier in Legion noch drin ist, wie ihr seht, ist die Rabenwehr. Da gibt es einen speziellen Lootpool, der nur im M-Plus droppen kann, beziehungsweise dann im Vault. Und da fehlt mir jetzt noch eine Waffe. Warum gibt es da einen extra Lootpool? Und zwar ist es so, in BFA gab es ja die Artefaktwaffe und dementsprechend gab es keine Waffen, die in den Raids gedroppt sind. Und jetzt hat sich Blizzard gedacht, für PvP, für die Plus-Season, PvP sage ich für die Plus-Season, packen wir da Waffen rein, sonst hast du halt zwei Instanzen, wo es einfach keine Waffen gibt. Genau, die kannst du nur darüber kriegen und kriegst halt auch nur, solange die in der Season die Waffen aktiv sind. Dafür bin ich ein bisschen Timewalker gelaufen, habe alle meine 128 Chars genommen, bin in einer Woche Timewalker gelaufen, um eine Vault-Kiste zu kriegen. Mittlerweile kriegst du aus dem Timewalker eine Kiste und habe dann versucht, ein bisschen auf diese Waffen zu gamblen. Einige habe ich gekriegt, zwei Stärkewaffen habe ich bekommen, obwohl ich so viele Druid-Chars habe, hat es die Aki-Stärke, nee, die Aki im Stangenwaffe nicht gegeben. Aber mal gucken, vielleicht mache ich es mit dem nächsten Timewalker nochmal und gucke, ob ich an die rankomme. Oder ist es beim Main im Vault drin, wenn ich ganz viel Glück habe. Aber mal schauen. Genau, das war ja eigentlich mein Plan, von Classic bis Legion, einschließlich Legion, die ganzen Dungeon- und Raid-Sachen zu farmen. Im Endeffekt bin ich damit durch. Das Einzige, was ich aktiv noch farm, sind die World-Bosse hier, ne? Und die anderen Sachen, da warte ich eigentlich auf die Drops im Mega-Dungeon. Und ja, jetzt habe ich aber trotzdem schon mal weitergehend angefangen, ein bisschen in BFA auch zu farmen. Die Raids lasse ich natürlich nur aus, weil es einfach aus Effizienzgründen noch nicht sinnig ist, die Raids solo zu machen. Geht zwar zum Teil, aber zieht sich wahrscheinlich noch ein bisschen. Die Dungeons machen aber schon Sinn. Hier habe ich schon losgelegt und ja, immer nebenbei so ein paar Dungeons mitgenommen. Ich habe jetzt ja, eine halbe Woche oder so habe ich das schon. Also jetzt nicht effizient und aktiv immer, sondern hauptsächlich mache ich ja das Mega-Dungeon aktuell noch, aber so ein bisschen. Und bei den meisten, wie ihr seht, habe ich jetzt Normal schon weg. Manchen fehlt mir noch, zum Beispiel hier im Tempel, da brauche ich noch Normal, das kannst du ja durchgehend umhauen. Oder hier brauche ich jetzt noch eine Brust, aber wenn mir nur noch ein Item fehlt, dann und das ein Slot ist, der auf den Mega-Dungeon Quantum-Items liegt, dann macht es wahrscheinlich Sinn, dass ich lieber die anderen Schwierigkeitsgrade farm. Hier ist es auch noch eine Brust zum Beispiel, ne, und in den anderen bin ich mit Normal zumindest schon durch. Und jetzt werde ich die nächsten Tage immer mal wieder im HC und Mythic durchlaufen. Genau deswegen mache ich aktuell das hier nicht, ne? Also hier in WoD, diese ganz seltenen Sachen. Denn wenn ich hier auf die Masse die Sachen wegkriege und zum Beispiel jetzt im HC einen Handschuh krieg, einen Helm krieg und so, dann können die schon mal nicht mehr im Mega-Dungeon droppen und ich krieg andere Sachen, die seltener sind. Na, das ist einfach der Hintergrund. Hier kriege ich halt schneller Items als in Warlords of Draenor. Deswegen versuche ich erst die Dungeons abzuklappern und dann Shadowlands Dungeon abzuklappern, um einfach den Pool für die Quantum-Items kleiner zu machen. Und Ziel ist es, dass ich jede Woche quasi alle Quantum-Items aus dem Mega-Dungeon farm mit allen Chars und zwischenrein diese Sachen hier sowohl in Battle for Azeroth als auch in Shadowlands die Dungeons durchkriege und dann werde ich wahrscheinlich erst wieder in Warlords of Draenor diese ewig seltenen Sachen in Angriff nehmen. Genau, soweit jetzt Dungeons und Schlachtzüge. Shadowlands habe ich natürlich noch nichts gemacht. Ich habe mal ein, zwei Sachen mit den Dungeons getestet, aber ich habe es noch nicht wirklich viel gefarmt. Und im Raid war ich natürlich hier auch noch nicht unterwegs. Aber die Zahlen sowohl in Shadowlands als auch in BFA bei den Raids gehen auch nach unten, schlichtweg, weil ich natürlich über das Mega-Dungeon schon sehr viele von den Waffen und von den Tierslot-Sachen bekommen habe, ne, ganz klar. In Dragonflight natürlich tut sich nicht viel, weil die Sachen kriegst du nicht aus den Quantum-Geschichten raus. So, so viel dazu. Dann können wir jetzt mal bei den Außenbereichen reinschauen. Da brauche ich jetzt nur noch 185 Items auf quasi alle Expansions. Jetzt muss ich nur mal kurz was trinken hier. Lässt die Stimme nach. Und ja, da sind es wirklich nicht mehr viele Sachen. Zum Beispiel hier bei den östlichen Königreichen brauche ich diesen Totenmannsdolch. Leute, die Temok farmen, wissen es vielleicht und es steht auch dran, das Ding kann man nicht lernen, um das Temok zu kriegen. Du legst es an, kriegst das Temok aber nicht. Ne? Eigentlich sollten die Leute von All the Things das rausnehmen, weil du kannst es halt nicht lernen, das funktioniert nicht. Dann in Scherbenwelt fehlen mir nur noch diese Nachbildungen und zwar jetzt nur noch vom Schurken. Ich habe jetzt den Paladin auch fertig gemacht. Da muss man immer auf 1800 Rating kommen im RBG und dann kann man sich das Set kaufen. Jetzt muss ich noch einen Char und zwar den Schurken auf 1800 bringen, dann kann ich mir das kaufen, dann ist die Scherbenwelt auch raus und dann sind es auch 42 Items, die einmal rausfliegen.
Dann bei Pandaria ist jetzt, seit ich meinen neuen PC habe, wieder irgendwie so ein komisches Rezept drin, das ich aber nicht holen kann. Das wurde removed. Keine Ahnung, warum das drin ist. Wenn ich nicht zu faul wäre, würde ich mal im All the Things Discord einen Post schreiben, dass sie das vielleicht mal rausnehmen, weil du kommst, kriegst das schlichtweg nicht. Ich habe alles probiert, das ist, ne, das gibt's nicht mehr. Hat Blizzard rausgenommen. Dann gibt es hier auf Argos zwei Zauberstäbe. Ich habe das schon mal 2 oder 3 Tage von einigen Monaten versucht zu farmen. Die Dropshots ist räudig. Also ich habe hier 10 Stunden aufwärts für diese zwei Dinger gefarmt, wenn nicht sogar noch länger. Es macht null Sinn, das weiter zu farmen. Ich werde diese Dinger über die Quantum Items kriegen. Oder versuchen, über die Quantum Items zu holen. Also Zeit-Nutzen-Relation ist nicht gegeben, die zu farmen. Deswegen stelle ich die zurück und hoffe, dass ich die über das Mega-Dungeon kriege. Dann haben wir hier zwei Waffen, die ich jeden Tag mittlerweile am Abchecken bin. Die gibt es über World Quests. Mache ich jetzt seit einem Jahr. Mittlerweile sind nicht mehr viele World Quest Items drin, aber die beiden halten sich hartnäckig. Und ich hoffe, dass ich sie jetzt irgendwann mal kriege, ne? Wenn ich die World Quest check. Theoretisch sind es auch beides Waffen. Heißt, die könnte ich auch wiederum über die Quantum Items kriegen. Und in Shadowlands hat es jetzt, habe ich jetzt hier 30 Items drin. Das sind von den verbuggten PvP-Sets leider. Ne, also das sind hier von dem Assemblen, die ich schon komplett gelernt habe. Ihr seht, bereits bekannt. Und da sind Slots drin, die ich aber irgendwie nicht gekriegt habe, wo ich die Sets gelernt habe. Ich kann die aber nicht nochmal kaufen. Also das sind verbuggte Items. Ist halt leider ein bisschen belastend. Und ja, in Maldraxxus hatte ich noch mehr Rares, die ich auch über ein halbes Jahr gefarmt habe. Jeden Tag mit 8 Chars umgehauen habe. Die sind... Das habe ich nach einem halben, dreiviertel habe ich das eingestellt zu machen, was halt so eine Zeitverschwendung war. Da ging jeden Tag 2 Stunden drauf, um die Rares abzuklappern und die Waffen sind nach einem halben, dreiviertel nicht gedroppt. Jetzt mit den Quantum-Items habe ich einige bekommen und das ist dann eine Sache von immer 5 bis 10 Minuten den Boss umzuhauen. Also bin froh, dass ich es irgendwann mal eingestellt hatte, weil ich habe jetzt die Hälfte von denen aus Maldraxxus, die so beschissen gedroppt sind, wie gesagt, über die Quantum-Sachen gekriegt und ich hoffe, die restlichen Sachen bekomme ich da auch noch raus. Das ist einmal noch eine Axt und ein Zauberstab. Und in Revendrest sind es auch noch so ein paar Mobs, die ziemlich beschissen sind, die Inquisitoren. Da muss ich auch mal irgendwann noch weitermachen, ne? Das sind ein paar Items oder hier aus Kisten gibt es noch ein paar Sachen. Die überschneiden sich aber zum Teil auch, ne? Ein paar kriege ich wahrscheinlich auch über die Quantum-Items. Muss ich irgendwann mal wieder anfangen, hier zu farmen, ne? Bei dem Zeug. Genau, im Schlund. Weiß nicht, warum das hier drin ist. Checke ich jetzt noch nicht so ganz. Muss ich mal nochmal mich informieren. Und hier sind es auch noch ein paar T-Mog-Items. Da muss man dann diese Tormentor of Torghast umhauen. Oder hier auch Zorn des Kerkermeisters. Das muss ich irgendwann auch mal wieder weitermachen. Und in Dragonflight ist es so, dass eigentlich nur die Zaralek-Höhle noch drin ist. Und zwar ist der Händler noch drin, wo du das Token kriegst für... quasi M+, wenn du ein gewisses Rating hattest in der zweiten Season oder wenn du im PvP ein gewisses Rating hattest, hast du einen Token gekriegt, wo du es eintauschen konntest und auch im, ich glaube im HC-Raid, wenn du einen Endboss gekillt hast, hast du einen Token gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, warum das noch drin ist, weil Season 2 ist zu Ende, du kannst PvP und M+ nicht mehr kriegen. Vielleicht, wenn du den Boss umhaust, in Abarus, vielleicht kriegst du dann noch einen Token und kannst die Teile bei dem Händler kaufen, das könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Und das andere, was hier noch drin ist, aus so Kisten können so Waffen rauskommen. Das muss ich auch nochmal irgendwann farmen. Aber so overall sind es jetzt noch im Außenbereich 185 Items über alle Expansion. Das ist echt nicht viel. Genau, so viel dazu. Dann World Drops brauche ich jetzt mittlerweile nur noch das Schwarzfels-Bollwerk und die Zwielichtsklinge. Die suche ich immer mal wieder im Auktionshaus, sind aber relativ teuer, seht 400k hier und da sind sogar 600k die günstigste, die hier aktuell angezeigt wird. Und dann gibt es noch seelengebundene Legion-Items. Ich habe alle Legion-Dungeons und Raids mittlerweile durch, mir fehlen immer noch einige von den Dingern, aber man kann die über Kisten farmen auf der verheerten Küste. Also das muss ich mal irgendwann mal noch ein bisschen intensiver weitermachen. Ist aber auch eine Sisyphus-Arbeit, das sage ich euch. Die droppen auch nicht sonderlich gut und der Pool ist riesengroß. Dungeon Browser sind hier in den ganzen verschiedenen Expansion diese Kisten, die man kriegt, wenn man Random Dungeons läuft im Low Level. Die gab es aber auch bei den turbulenten Zeitwegen im Time Walker. Und ich hoffe, wenn das nächste Mal turbulente Zeitwege sind, dass die wieder reinkommen. Und zusätzlich brauche ich hier noch diese Kisten, die man beim Leveln hat. Da läuft ja auch gerade aktuell eine Videoserie wieder von mir.
Und da brauche ich auch noch ein paar. Das mache ich dann weiter, wenn quasi die alten Videos am Ende sind, dann werde ich hier wieder ein bisschen weiter farmen. Erfolge hatten wir vorhin geguckt. Erweiterungsfeatures ist vielleicht noch interessant. Cataclysm fehlt mir immer noch Zinnrock. Hab noch keine Archäologie gemacht. Dafür kannst du bestimmt 2 Wochen rechnen, wenn ich nur Archäologie mache, dass ich das Ding kriege. Ne? Also ich hoffe einfach, dass das mit in dem Pool von den Quantum-Items drin ist, weil das hier würde so viel Zeit kosten, wenn ich das farmen müsste. Ich guck mal. Ich hoffe, ich krieg's aus dem Mega-Dungeon raus. Sonst wird es ein richtiger Timesink. MOP, die Szenarien, da habe ich ja auch gerade eine Videoreihe am Start, da bin ich gut am Farmen. Da könnt ihr auch gerne reingucken, wenn ihr wollt, da bin ich auch einige Kisten am Öffnen. Dann in der Garnison brauche ich auch noch ein paar Sachen. Ich brauche unter anderem noch so eine Kiste, wo ein Temok-Item drin ist von so einem Quest aus dem Gasthaus. Bisschen was vom Wiederverwerter, da habe ich ja auch eine Videoreihe am Start aktuell, wo wir Sachen aufmachen. Dann ein bisschen was von den Missionstischen noch, da sind noch ein paar Items drin. Und hier aus so einem Beutel, wo man so eine Raid-Quest machen muss. Ich bin überlegen, ob ich da auch bald mal eine Videoreihe anfange, aber ich habe aktuell so viele Opening-Sachen, deswegen werde ich das, glaube ich, erstmal ein bisschen nach hinten schieben und das dann machen, wenn ich mit den anderen Sachen durch bin. Genau. In Legion bin ich jetzt mit den Artefaktwaffen durch. Also ich habe alle Artefaktwaffen von allen Klassen mir geholt und auch alle Farbvarianten. Das war ein Riesenfarm mit jedem Char. 1000 ehrenhafte Siege, mit jedem Char 30 Dungeons laufen, mit jedem Char 200 World Quests machen, also das war ein ganz schönes Gehassel. Und was mir jetzt eigentlich nur noch fehlt, sind Legionsinvasionen und zwar ein paar Waffen. Kann ich vielleicht auch durch ein Quantum-Item kriegen und die Handgelenke, die muss ich wahrscheinlich selber farmen. Aber das war es eigentlich in Legion. Und in BFA beziehungsweise in nachfolgenden Expansion habe ich noch nicht viel gemacht. Hier ist es hauptsächlich halt Kriegsfront, musste ich mal die ganzen Items farmen, die es da gibt. Also da gibt es viele Sachen, aber das ist aktuell noch nicht interessant. Bis Legion ist interessant, die anderen Sachen, die mache ich dann irgendwann später. Also die Warfronts muss ich irgendwann mal angehen. In Shadowlands muss ich irgendwann mal Torghast noch diese ganzen Sachen farmen, ne? Da gibt es noch einiges. Und gut, hier sind es eigentlich nur diese Waffentoken. Dafür muss ich aber Castle Nafria gehen, ne? Also bei den verschiedenen bei den verschiedenen Fraktionen fehlen mir eigentlich fast nur noch die Waffentokens. Und hier ist es halt ein Rare, der noch einen Gürtel droppen kann. Den muss ich irgendwann noch weiter farmen. Ach scheiße, den kriege ich ja gar nicht durchs Quantum-Item. Ah, den muss ich wieder anfangen zu farmen. Mal gucken, ob ich das die Tage mal mache. Genau. Und sonst ist es halt noch Schöpfungskatalysator. Aber das kriegst du ja dann eh, wenn ich in Shadowlands die Raids farm, ne? Den Stuff raus, genau. Und in Dragonflight, naja, aber gut, was ich weiß gar nicht, was da noch fehlt. Keine Ahnung, warum das jetzt hier wieder angezeigt wird. Die Teile habe ich alle geholt. Weird, dass die hier wieder... Die dürften da eigentlich nicht drin sein. Das sehe ich jetzt gerade wieder zum ersten Mal. Weil hiervon habe ich eigentlich alles. Ich glaube, ich weiß, warum das drin ist. Wahrscheinlich muss ich nochmal mit dem einen NPC interagieren, dass der checkt, dass ich die Sachen schon alle hergestellt habe. Ja, gut, dass ich es gesehen habe. Hier fehlt mir noch irgend so eine Quest. Da muss ich mal noch gucken. Bin ich jetzt auch gerade wieder zum ersten Mal. Anscheinend von Stufe 20 gibt es eine neue Vorratsquest. Die muss ich mal schauen. Achievements natürlich hier Hell Season 3. Dann fehlen mir hier noch ein paar Vorlagen, ne? Von den Drachen. Das ist jetzt hier aus dem aktuellen Raid und glaube ich von Razagast der Skin noch. Und Belebenskatalysator sind natürlich wieder die Raid-Sachen, die du umwandeln kannst. Genau, so viel dazu. Dann Feiertage. Ja, Feiertage fehlen mir eigentlich nur 3 große Kategorien. Einmal der Cup, ne, aus der Scherbenwelt. Hier ist es aber so, dass ich da jetzt warten muss, bis er ist. Dann ist das, denke ich, mal eine relativ schnelle Sache. Dann fehlt mir noch unter Angeln. Mir haben 2 Sachen gefehlt. Ich habe 3 oder 4 Wochen, ne, ich glaube 3 Wochen waren es, habe ich den Angelwettbewerb gemacht. Dann hatte ich ihn endlich mal gewonnen. Habe nochmal ein Item gekriegt, was ich gebraucht habe für T-Mog. Ich musste den mit dem Stoffchar nämlich machen. Und theoretisch müsste ich noch weiter angeln und diesen Special Fish angeln, um diese Dinger zu kriegen. Ich habe die mit Main, wie ihr unten seht, ne, auf der Bank, ein Item, habe ich die. Und ich mache den Angelwettbewerb jetzt nicht nochmal x-mal. Ich warte jetzt einfach, bis der Warwolf in rauskommt. Und ich hoffe, weil das Stoffschuhe sind, dass ich sie dann lernen kann, wenn das Addon rauskommt. Also deswegen farme ich da jetzt nicht den Angelwettbewerb weiter. Es ist halt nämlich übelst so ein random Shit,
Es hat, ne, dass du da gewinnst, musst halt einfach echt Glück haben. Und ja, sonst sind es halt noch Timewalker Dungeons. Da hatte ich jetzt Burning Crusade gut reingefarmt gehabt. Aber ihr seht, ich habe trotzdem nur 50%. Gut, ich hatte nur Dungeons gefarmt und nicht den Raid, wo jetzt noch das meiste ist. Aber trotzdem. Also ich habe über 250 Dungeons gelaufen. Timewalker Dungeons. Und ich habe immer noch bei Weitem nicht alles in den ganzen Instanzen. Also ich glaube, eine oder zwei Instanzen habe ich schon komplett weg, aber mir fehlen immer noch viele Sachen. Also Timewalker-Loot da zu farmen ist halt mega räudig. Also das ist schon so eine Sache. So, jetzt können wir das ja gleich hier testen, wenn ich jetzt mit dem Typen quatsch. Hat er jetzt neue... Ich kann gar nicht mehr mit dem quatschen. Was ist euer Begehr? Das ist natürlich jetzt blöd. Normalerweise kannst du halt mit dem dann quatschen, ne? Und was craften lassen. Das Problem ist, was ich jetzt natürlich habe. Ich habe alles gecraftet. Und jetzt lässt er mir da nichts mehr bauen. Also ich vermute auch, dass die das im Add-on fixen müssen. Oder ich check's jetzt einfach nicht so ganz. Weil ich kann dieses Craft-Menü ja jetzt natürlich gar nicht mal öffnen, wisst ihr? Das ist natürlich jetzt blöd. Ja, mal gucken. Weil die ganzen Angelverbesserungen habe ich ja eigentlich gebaut. Interesting. Naja, gut. Egal. War mal Promotion. Da fehlen mir jetzt noch ein paar Wappenröcke, ne? Und diese Ogergötze, die ich euch vorhin schon mal erwähnt hatte. Die Wappenröcke 2 habe ich jetzt über die Drops bekommen. Das ist schon ganz gut. Oder diese Amazon Prime-Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, wo es die genau gab. Und ja, da mache ich mir jetzt keinen Stress. Ich denke mal, die anderen werde ich darüber auch noch irgendwann die nächsten Monate und Jahre bekommen. Also Blizzard haut die hoffentlich noch alle rein. Und vielleicht auch die Ökogötze. Haustierkampf, gut, das sind diese verbuggten Dinger. Da habe ich ja schon mal was erzählt. Da kannst du nur die Allianz oder die Hordenquest auf einem Account kriegen. Habe das ja schon mit 2 Accounts mal probiert, hat nicht funktioniert. Und also wessen auf 9 Account einen Char machen, die andere Fraktion rübertransen, hat trotzdem nicht gezählt. Also das weiß ich nicht, was ich da noch machen soll. PvP sind halt einige alte Sachen drin, ne, wo es halt auch wieder die Tokens backen, wo ich leider nicht alles krieg. Da sind dann immer einzelne Sachen drin, leider halt hauptsächlich vom Drilled, weil ich mir als erstes mit dem die Sets gekauft habe und Blizzard erst danach das gecheckt habe, dass sie das fixen und dann kannst du aber das Token nicht mehr kaufen. Das ist ein bisschen blöd, genau. Hier ist noch irgendeine Quest drin, da müsste ich auch mal noch gucken, was man da genau machen muss. Hergestellte Items. Sind jetzt hier noch die Base- oder die Upgrade-Teile von T3 drin, ne? Weil ich ja noch ein paar T3-Teile habe, die ich hochbasteln muss. Dann ist hier noch ein Item, was aus dem Beutel rauskommen kann, wenn man Alchi macht. Das kann aber auch in der Borallos-Ini droppen. Werde ich mir, denke ich mal, über die Ini farmen. Und hier den Hammer, den muss ich mir neu craften. Irgendwie checkt All the Things nicht mehr, dass ich mir den schon gebaut habe. Den hatte ich irgendwie 3-4 Jahre auf der Bank rumliegen, habe den dann mal verkauft, weil ich den nicht mehr gebraucht habe. Super, und jetzt sagt das Addon, ich hatte den nicht. Jetzt muss ich den neu bauen. Naja. Und hier ist jetzt noch irgendwas unter Verzaubern drin. Keine Ahnung, was das ist. Das scheint auch irgendwas Verbuggtes zu sein, weil Verzaubern habe ich eigentlich auf Max. Ja. Dann Berufe fehlt mir jetzt nur noch hier das Schild. Ne? Über Angeln kannst du das holen oder auch aus dem Auktionshaus. Oder wenn ich ganz viel Glück habe, kriege ich es auch über das Quantum-Item. Rätsel. Das habe ich alles gemacht. Das ist irgendwie auch verbuggt, keine Ahnung. Weil ich habe ja das Achievement, dass ich das Rätsel komplett fertig habe. Jetzt sind hier irgendwelche Breadcrumb-Quests drin. Ja, keine Ahnung. Also wenn es blöd läuft, muss ich nochmal tutti kompletti das ganze Rätsel mit einem anderen Char machen. Oder ich schreibe mein Ticket im All Things Discord und frag mal, ob sie die Sachen rausnehmen, wenn man das Achievement hat, ob sie es vielleicht daran binden können, weil man hat ja das Ganze fertig gemacht. Also, naja, wahrscheinlich machen sie es nicht, aber probieren kann ich es mal. Und bei Charakter, na gut, da sind diese Pets drin, die man ja nicht auf dem Ali-Char haben kann. Gut, das kannst du schon mal vergessen. Mir fehlt noch diese Untoten-Quest, die muss ich noch irgendwann machen. Und hier der Legendary-Bogen von Sylvanas, den habe ich auch noch nicht gefarmt. Und klar, Handelsposten sind die Sachen noch drin, die man halt nicht kaufen konnte. Und das Letzte, was wir haben, ist der Schwarzmarkt. Hier sind nochmal die Wappenröcke drin, die man oben gesehen hat, weil man die auch im Black Market kaufen kann. Würde ich aber, oder mache ich persönlich nicht und würde euch auch nicht empfehlen, weil wie gesagt, ich vermute, dass die jetzt noch als Drops kommen. 2 kamen schon, eventuell kommen die anderen auch noch, die mir fehlen. Ich glaube, ich habe 2 gekauft, 2 habe ich jetzt über Drops und 4 brauche ich noch. Also ich glaube, 8 sind es insgesamt. Und ja, T3 sind es nur noch 20 Stück. Wenn ihr meine Waste-Videos seht, dann wisst ihr eh, die bin ich im Black Market am Ersteigern.
Waffe brauche ich jetzt hier nur noch eine Axt, das waren zwei. Eine habe ich auch übers Ding rausgekriegt, übers Quantum Token. Da seht ihr, da steht auch dran, dass das auch übers Quantum Token kommen kann. Und die Brille, da bin ich mir nicht sicher, ob man die als Stoffchar übers Quantum Token kriegen kann, weil die startet bei einer 500.000, also 500.000 Gold ist das im Black Market Startgebot. Ich habe mir letztens schon überlegt, ob ich es mir kaufen kann. Jetzt mache ich erstmal das Quantum, die Quantum Sachen fertig und wenn sie da nicht dabei sind, dann kaufe ich sie mir mal. Gut, und damit sind wir eigentlich durch. Das war jetzt ein langer Ritt, aber jetzt mal zum Jahresabschluss ein bisschen ausführlicher. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne beim nächsten Video wieder reinschalten. Schreibt mir gerne eure Gedanken und Kommentare unten in die Kommis. Eventuell habt ihr auch ein paar Tipps für meine Probleme, die ich habe. Vielleicht habe ich auch ein paar Sachen nicht gecheckt, wie jetzt hier, warum das rumspackt. Würde mich auf jeden Fall interessieren und mir vielleicht auch weiterhelfen. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Wünsche euch noch schöne Silvester, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn ihr das Video quasi erst morgen oder die Tage anschaut, dann wünsche ich euch natürlich frohes Neues. Euer Tiller, bis zum nächsten Mal. Ciao.